Hallo, ich bin Prinzessin Sarah. Und wie heißt du? Ich bin Rex. Freut mich. Was ist dir jetzt wieder so grimmig? Es freut mich, euch kennenzulernen, Rex. Oh, okay. Gucken. Noch mehr zu sagen? Hallo, ich bin Prinzessin Sarah. Das kenne ich irgendwoher. Echt? Hat sie nichts anderes? Es freut mich, euch kennenzulernen. Auch dich kennenzulernen. So. Ist noch was anderes zu? Ah, guck mal. Oh, ich sollte euch etwas über Speichern und Schnellspeichern erzählen. Wähle Speichern im Menü, um dein Spiel zu speichern, aber denke daran, dass du nur auf der Weltkarte speichern kannst. Es gibt zwei Arten des Schnellspeicherns, automatisch und manuell. Automatisches Schnellspeichern findet während des Spiels automatisch statt. Manuelles Schnellspeichern ermöglicht dir, das Spiel zu speichern, wann du willst. Manuelles Spielspeichern ist auch in Dörfern und Höhlen möglich. Schnellspeicherdaten gehen beim Fortsetzen des Spiels verloren, wenn du deine Pause einlegst. Sollst du also speichern oder schnell speichern? Sehr informativ von einer Prinzessin. Noch mehr? Ah, guck mal. Funde will sie auch reden. Der Djinn ist ein Feuerelementar. Er müsste anfällig für Kälte sein. Also für den Zauber Eis und das Item arktischer Wind. Also für den Zauber Eis und das Item arktischer Wind. Okay. Ah, guck mal. Ich habe es zwar alleine hierher geschafft, aber ich hatte schon ein bisschen Angst. Ich danke dir, Arox. Prinzessin, ich konnte es nicht alleine. Es tut mir leid. Schäm dich nicht, es ist nicht so schlimm. So, wir haben die Prinzessin im Schlepptau, also können wir auch gleich mal weitergehen. Oh, die folgt mir sogar. Cool. Ist hier was? Nee, ne? Gut, dann gehen wir mal die Treppe runter. Dann haben wir hier Steine, haben wir hier. So, mal ein bisschen. Vielleicht finden wir ja was. Oh, na gut, die Gegner finden wir. Skelette. So, was haben wir? Schatten zum Beispiel. Ne? Ich glaube, können wir einfach noch drauf hauen nochmal. Das trägt. Ich hoffe, bin mal gespannt, wann der Boss jetzt kommt. Falls hier jetzt Boss kommt, der ist gar schon der Skelettkönig, soll hier. Oder ne, den Skelettschlüssel. Wollen wir hier suchen. Bin mal gespannt. Oh, Aarox ist blind. Ist er jetzt immer noch blind? Muss mal gucken. Berufsstufe sind die schon mal gestiegen. Perolette macht sie gleich. Ist er immer noch blind oder? Ja, ist er noch blind. So, ich habe auch nur einen Augentropfen. Das ist natürlich passend. Also Zoom ist nicht immer gut. Also es geht hoch und runter. Ich gehe jetzt mal runter. Ich hoffe, das ist der falsche Weg, sag ich mal, damit ich noch Kisten ansammeln kann. Ah gut, sehr gut. Passt. Antarktiswind. Ah jo. So. Zack. Gut, und jetzt noch einer. Ach, der hat noch gar nicht draufgehauen. Ich dachte, der hat schon. Na egal. Ah, das war Arox wahrscheinlich, der gerade drauf genannt hat, oder? Die suchen sich auch raus, wer jetzt euer Song greift. So. Kiste gefunden. Jetzt gehen wir den richtigen Weg. Nach hier oben. Finden wir hier was Spannendes? Was zum Spielen? Nein, wir finden Gegner. Was ist das denn? Ich fühle mich beobachtet. Sturmauge. Ich bin auch da. Was? Was macht denn jetzt? Peter. Oh. Das ist praktisch. Danke. Die halten sind nicht so viel aus. Du machst voll viel Schaden. So du auch von der. Mensch, geht so da 100 Damage. Geil. Die Lichtquelle bringt es echt hier. Dachte ich mir nur eigentlich, dass es sehr untot hier sind und deswegen Lichtquelle ist sehr gut. Ein großer Raum. Da ist noch eine Kiste. Augentropfen, ja, das passt ja. Was sind das denn für Wege immer? So. Ich habe keine Lust, immer in so einen gesunden Modus rumzurennen. Da sehe ich kaum was. Verpasse ich voll viel wahrscheinlich. So. Okay, dann. Ah, guck mal.
Da oben war was. Ich hab's noch. Ich hab die Fußsohlen gesehen. Die Schuhsohlen. Fußsohlen. So. Machen wir weiter. Skelett noch. Wir nehmen die Schatten hier kaputt machen. Hat's erledigt. 60 EP, was haben wir da? Das sieht mir wie ein Gin aus, glaube ich, oder? Ich heile mich erstmal nochmal. So, ist hier unten eigentlich noch was? Na gut, dann gehen wir nach oben. Oh, was ist das? Wie ist das? So, dies ist der ein Untergang, Gin. Dieser Regen wird dich für immer bannen. Ha. Es ist nichts passiert, aber warum? Eure Spielereien haben keine Macht mehr über mich, jetzt da ich die Kraft der Dunkelheit in mir trage. Kraft der Dunkelheit? Oh. So. Ich hab. Ich greife mal jetzt Magie an. Vielleicht muss man, der kann entgiften. So. Ich habe mit dem im Gespräch ja von der Prinzessin erfahren, dass Eis sehr gut sein soll. Oh, da noch Feuer. 15 Damage. Hey, der schlägt zweimal zu, was soll das? Deswegen. Item. Haben wir noch im Arktis hier einbekommen? Du heilst mal schön den Rex. Der kann wieder. Und der kann auch wieder. Ach, schon habe ich Zauber bekommen. Na komm, Rex auch noch. Rex hat ziemlich viel Schaden bekommen. Ich glaube, bei dem Damage reicht das, wenn die beiden draufhauen. Ja. Das reicht definitiv. So. Der war jetzt einfach. 1400 Kilo, 50 EP. Rex, Funde steigt ein Level. Hochstufe für Funde ist gestiegen. Gisuna auch. Hochstufe auch. Welche Berufsstufe? Ich habe noch keinen Beruf, ich bin arbeitslos. Du kannst der Kraft des Regens nicht, nur nicht mehr entkommen. Ja. Nein! Hm? Was ist jetzt los? Hä? Was ist denn jetzt los? Mein Spruch. Eil zum Schluss, Prinzessin, macht euch uns keine Sorgen, wir werden es schaffen. Was geht hier vor? Arox! Was geht denn jetzt ab? Bist du nicht wieder hier? Wo sind wir? Der Kristall will mit mir reden, scheinbar. Ich kenne diesen Ort, das ist die Höhle mit diesem Kristall. Ich habe euch gerufen. Ihr vier wurde auserwählt als Krieger des Lichts und Bringer der Hoffnung. Nehmt euch mein letztes Licht, die verbleibende Hoffnung der Welt. Wer die versagt, geht das Licht verloren und das Gleichgewicht ist für immer zerstört. Mit diesem Licht werdet ihr die Kraft der übrigen Kristalle extrahieren können. Klingeling. Square Enix Quality, Alrex Reserved. Hä? Warum kommen jetzt die Credits? Ach, durchgespielt, geil. Hä? Was ist jetzt los? Wieso kommen jetzt die Credits? Warum?
War das nur eine Demo jetzt oder was? Kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich fühle mich verarscht, wenn das eine Demo. Nein, das kann doch keine Demo sein. Ich überspringe das mal. Als das Licht des Kristalls die Fee durchflutete, kannten sie seinen Willen. Das habe ich das schon gelesen. Ihr müsst die Dunkelheit aus dieser Welt verbannen und das Licht wiederherstellen. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Es geht doch weiter. Oder? Ja. Was war das denn jetzt eigentlich? Mitten im Game kommen die Credits, was soll das? Du wurdest vom Licht des Kristalls erfüllt. Da, da, da. Nun geht, der Lichtkreis hinter dem Altar wird euch zurück an die Oberfläche bringen. Werdet eurem Schicksal gerecht, Krieger des Lichts. Okay. Oh, ein Mogri. Glückwunsch, Gruppo, du kannst nun deinen Beruf wechseln. Ah, guck mal, ich kann jetzt Berufe lernen. Du kannst berufsspezifische Fähigkeiten benutzen, indem du einen Beruf wechselst, Gruppo. Aber sei vorsichtig, du bist nicht sofort in einem neuen Beruf geübt, Gruppo. Du wirst jeden neuen Beruf lange genug trainieren müssen, um ihn voll ausschöpfen zu können, Gruppo. Probier's einmal. Viel Glück, Gruppo. Errungenschaften vom Abenteuer verweht. Ich kann Berufe wechseln. Ich kann jetzt. Oh, Krieger, Mönch, Weißmagier, Schwarzmagier, Rotmagier und Dieb. So. Ich mache mich mal zum Krieger. Anzahl der verbleibenden Kämpfe 2. Bäm. Freiberufler 12. Ach so. Stimmt. Der Freiberufler ist das Level 12 bei dem, sozusagen. So. Ich kann mein Dings nicht mehr einsetzen. Mein Schlechter. Gut. Ich kann jetzt wahrscheinlich auch. Doch, kann ich auch noch. Da ich ein Krieger bin, gehe ich mal auf mit Schwert und Schild, oder? Soll ich aber mal machen. Ich bin jetzt extra wieder ausrüsten muss, das ist komisch. Ich muss meinen Schlechter wieder besorgen später. So. Du wirst. Was wirst du? Schwarzmagier? Rotmagier? Dieb? Auf jeden Fall wird Kizuna Weißmagier haben. Das ist sowas von Standard. Steht fest. Yay. So. Rüsten wir dem aus. Ich habe keine Waffe. Wahrscheinlich brauche ich einen Stab für sie. Ich habe keinen Stab. Na egal. Nächste Stadt werde ich meine Sachen kaufen. So, dich machen wir, da du ja schon die passende Waffe hast zum Mönch. Sieht für aus wie Karate oder so. Karate Kid. So, du hast ja schon die Bronzekralle und nichts anderes. Das muss ich mir auch gleich alles ausrüsten, erstmal. So. Da ist es auch immer gut, das einen Schwarzmagier dabei zu haben. Mache ich die auch gleich zum Schwarzmagier. Was können eigentlich Rotmagier? Genau. Ich weiß nicht genau, was Rotmagier können. Oh ja. So. Da. Du ja mehr mit Magie angreifst. Kriegst du keine Poisona? Kriegst du ja nicht. So. Nein, ich wollte das mal weiter hier machen. Hey, komm schon. Hallo. So. Jetzt war ganz langsam hier. Eis geht. Okay. Ich hätte eigentlich tauschen können, aber egal. Magie. Ablegen. Lernen. Eis. So. Das brauchst du erstmal auch nicht. Sie hat das ja schon. Na ja, gut. Ich dachte, das könnte irgendwie kombinieren. Du lernst auch gleich dann. Das und jetzt. Gut, ich könnte eigentlich noch irgendjemanden Vita beibringen. Irgendjemanden. Funde wäre eigentlich ganz gut darauf, ne? Weil er ja jetzt Magier ist und
weniger Intelligenz, mehr Intelligenz hat eigentlich. Naja, okay. Er hat die meiste Intelligenz. Ich gebe ihn trotzdem. Ich gebe ihm mal jetzt noch Vita. Ich kann, glaube ich, nur 3 Stufe 1 Zauber lernen, oder? Sehe ich das richtig gerade? Na egal. Ist so okay schon. So, hoffentlich komme ich gleich in die nächste Stadt direkt. Oh, ein dämonischer Bankkreis. Ich bin gebannt. Nein. Oh, ich bin wieder hier. So. Gehen auch mal wieder in die Stadt zurück. Urr. Erstmal ins Waffenlager. Hier, ins Waffengeschäft. Rüstung kaufen. Stab, den brauche ich. Ja, das können die beitragen. Ja, müssen ja. Ich brauche 2 Stäbe. Ich könnte es Rex auch von den Bogen geben, eigentlich. Naja, egal. Wieso kann ich meinen Schlechter eigentlich nicht mehr benutzen? Was, wer kann den eigentlich, wer kann den Schlechter tragen? Krieger scheinbar nicht. Muss mich verwirrt irgendwie. Na egal. Warte. Das ist ja sehr beschädigt. Kann ich 2 Schilde tragen? Tata. Aber das lohnt sich doch gar nicht, da mache ich gar keinen Schaden mehr. So, mal gucken, was wir hier noch kaufen können. Aber bestimmt noch den ganzen Adelszeug. So, warte mal. Der hat das dringend noch mal. Das ist sowieso nicht so teuer, also kaufen wir noch 3 Sachen davon. Der kriegt das auch noch mal. Und ja, der auch. So. Ich dachte, in der nächsten Stadt kriege ich gleich wieder neue Sachen, also lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht, jetzt hier eins kaufen zu gehen. Aber egal. So. Hier kriegst du einen Stab. Und du kriegst auch... Hat der keinen Bogen tragen? Weißmagier, Schwarzmagier mit Bogen? Das kennt man. Habe ich auch noch nie gesehen. Warte mal, wie habe ich das vergessen auszurüsten? Ah, hier, ihn hier. Und dann eigentlich fehlt noch mal ein Bundesamtschutz? Nein. So. Magie kann ich, glaube ich, nicht noch mal lernen. Neues. Das steht im Ogri. Ne, der Erfolg auf eine Person, ne? Was macht der Mogri denn hier? Willkommen in Mognet, Kupo. Hier können die Mitglieder deiner Gruppe persönliche Briefe lesen. Topapa. Wie geht's? Rex, Funde, wie geht es euch? Ur ist ohne euch nicht mehr dasselbe Dorf. Wir vermissen euch. Beten und dass ihr wieder heil nach Hause kommt. Von Topapa. Gut, dann wollen wir auch gleich mal mit Topapa reden. Rede mit Mok, wenn du ihn in der Stadt triffst, Kupo. Er hat vielleicht einen Brief für dich von einem Freund oder jemandem, den du liebst. Oh, okay. Topapa will, dass ich mal wieder vorbeischaue. Was hier? Ja, das war hier. Wollen wir auch gleich mal mit Topapa ein bisschen reden? Du musst eiligst nach Kasus aufbrechen, doch bereite dich gut vor. Na gut, dann gehen wir wieder nach Kasus. Wenn der nichts Neues zu reden hat, dann gehen wir halt. Ich hätte meinen Kasus wird jetzt neue Sachen zu verkaufen geben. Weil in der Stadt, in der Dingsbums, in dem Schloss auch eine Stadt? Ja, Stadt. Händler, ich warte lieber hier. Ich möchte meinen Vater nicht sehen, jedenfalls noch nicht. Kasus hat die Gruppe verlassen. Ach, Kisuna hat die Gruppe verlassen. Nein, Kisuna. So. Jetzt können die mir auch endlich Sachen verkaufen, oder? Konnten die mir das auch so? Natürlich nicht. Sind die immer noch verflucht? Warum? Ja, sprich halt mit seinem Vater erst. Was? Wie oft muss ich denn noch sagen? Ich habe kein Mithril-Ringe. Ich will diesen Versuch genauso loswerden wie ihr. Aber wie soll ich als Geist Mithril schmieden können? Selbst ohne Fluch könnte ich nur arbeiten, wenn meine Tochter in Sicherheit ist. Alles meine Schuld. Wäre ich doch nicht so streng gewesen. Ich habe ihn noch jetzt gebannt, oder nicht? Prinzessin ist auch nicht mehr da. Wie geht's eigentlich der Prinzessin? Sehr, ich... Warte mal, ich... Ah, da seid ihr los. Ja, los, hopp, hopp. Wieso hat sie die Gruppe angeschlossen? Juhu!
So. Wie konnte ich nochmal aufs Schiff gehen? Nein, das war's nicht. Das war die Weltkarte. Oh. Ach, guck mal. Mein Flugschiff steht doch da oben. Cool. Wie komme ich da jetzt hin? So, warte mal, ich gehe jetzt mal hier hin. Gucken. Mit dem König reden. Ja, guck mal. Prinzessin Sarah, ihr seid zurück. Arox. Prinzessin Sarah, ich bin froh, dass ihr in Sicherheit seid. Wir müssen nur den Ring in die heilige Quelle reinigen. Das sollte den Fluch aufheben. Die Quelle befindet sich unterhalb des Schlosses. Lasst uns eilen. Eile ist geboten. Ach, in dem Boden? Ich glaube, ich weiß sogar, wo der... Ja, genau, in dem Pool hier. Schmeißt den Ring ins Wasser. Sarah wirft den Ring ins Wasser. Was sagst du jetzt, Sauron? Hm?